Neues Jahr, neues Glück. Ab jetzt könnt ihr endlich wieder für den Sieger des Berliner Amateursportpreises abstimmen. In diesem Jahr wurden 12 Teams von ihren Verbänden nominiert und nun darf jeder für seinen Favoriten voten. Und mit 50% dieser Stimmen gehen die Vereine dann in den Wettbewerb und später kommt noch eine prominente Jury aus Wirtschaft, Politik und Sport dazu, die die restlichen 50% erbringen werden. Nicht nur den nominierten Teams liegt der Sport am Herzen, sondern natürlich auch den Unterstützern. Zu vielen Amateursportteams, die wir in Berlin haben, über 100 Bundesligisten, die quasi medial dann hinten runterfallen. Und wir haben uns überlegt, gemeinsam mit dem Landessportbund zusammen, dass wir diese Teams mehr in den Vordergrund schieben wollen und haben dann den Amateursportpreis entwickelt. Doch bevor es zur Verleihung des Amateursportpreises bei der diesjährigen Night of Sports am 21. März kommt, seid ihr gefragt. Dass viele Berliner und Berlinerinnen, aber auch die Freunde und Vereine der beteiligten Vereine sich daran beteiligen und eine hohe Teilnahme am Voting erbringen. Votet für euer Lieblingsteam entweder auf der Internetseite der Night of Sports oder bei uns auf hauptstadtsport.tv. Das macht uns sehr, sehr stolz, dass mit diesem Preis eben der Amateursport in Berlin auch ein klein wenig gehuldigt wird. Seid auch ihr für den Sieger des Berliner Amateursportpreises 2020 mitverantwortlich. Stimmt jetzt ab.